Sozialsprecherin der Grünen ist nun an Bord. Hohes Haus, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte mit ein paar Antworten beginnen. Jetzt ist der Herr Kollege Strolz nicht da, aber vielleicht richten Sie ihm die Kollegen aus, die noch da sind. Der Vorwurf, wir würden ein etatistisches Gesundheitssystem verfolgen, den halte ich für relativ absurd. Und wir machen auch keine Panikmache. Im Gegenteil, was wir versuchen, ist zu gewährleisten, zumindest dafür zu kämpfen, dass wir ein Gesundheitssystem haben, das gewährleistet, dass es allen gleich gut geht, dass alle gleich behandelt werden, alle Kinder, alle Erwachsenen, alle älteren Menschen. Und das ist der einzige Sinn. Und etatistisch hin oder her, ich stehe dazu, dass es ein öffentliches, gutes Gesundheitssystem braucht. Und auf die vielen Fragen, die da gekommen sind, beziehungsweise die vielen Schlagwörter, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen, Herr Minister, haben Sie gesagt, die qualitative Versorgung muss gewährleistet sein, hat der Kollege Rasinger gesagt, die Bürokratie muss abgebaut werden. Ja, sind wir alle einverstanden. Und wir wissen aber alle, und jeder von uns ist betroffen, und die Krankenkassen sind heute schon mehrmals gefallen. Und ich glaube, da sind wir alle, und das eint uns auch mit den NEOS und allen anderen Oppositionsparteien, sind wir uns alle einig, dass es mindestens reduziert werden muss, beziehungsweise zusammengelegt werden muss. Aber was bedeutet das? Und das erleben wir alle jeden Tag. Ich erzähle nur ein Mini-Beispiel aus meiner jüngsten Vergangenheit. Mein Sohn ist jetzt 18, ist mit mir mitversichert. Ich bin jetzt zufällig bei der BVA, war vorher bei der GKK. Jetzt muss er sich ummelden für den Zivildienst für die GKK. Dann wird er wahrscheinlich in bestimmten Behandlungen ungleich behandelt als bei der BVA. Wenn er mit dem Zivildienst wieder fertig ist, muss er wieder zur GKK. Und was bedeutet das? Außer ein bisschen bürokratischen Aufwand, nämlich nicht nur für uns, sondern das ist ein Mini-Beispiel für völlig absurde Verwaltung aus dem Bereich. Und es ist jetzt nur die Verwaltung. Wenn wir berücksichtigen, was wir an täglichen Schikanen zu erleiden haben in dem System, nämlich, und da kann ich auch aus der Steiermark berichten und aus dem Bereich Ergotherapie zum Beispiel, wenn ein Mensch, der nahe in Niederösterreich lebt und einen Schlaganfall hat und ganz dringend eine Ergotherapie braucht, wenn der an der Steiermark behandelt werden sollte, nach der steirischen Gebietskrankenkasse, müsste er 40 Euro Selbstbehalt zahlen. Sollte derselbe Mann, geht er über die Grenze nach Niederösterreich, da zahlt er nichts, aber das zahlt ihm die steirische Gebietskrankenkasse, wenn er in Niederösterreich behandelt wird. Nur ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel, asthmakranke Kinder, die in unterschiedlichen Versicherungen unterschiedlich behandelt werden, beziehungsweise unterschiedliche Ansprüche auf Leistungen haben. Ist das gerecht, Herr Minister? Ist es überhaupt noch irgendwie gerecht, was in diesem System in Bezug auf die unterschiedlichen Leistungen von Patientinnen und Patienten abläuft? Ich glaube nicht. Und ich glaube, wir müssen mal ganz, ganz dringend dahinschauen. Ganz, ganz dringend hinschauen, und ich erwarte mir die Bereitschaft, vor allem von den Kolleginnen aus der SPÖ und aus der ÖVP, das mal wirklich anzugehen. Nämlich zu schauen, nicht nur die Bürokratie abzubauen, sondern zu gewährleisten, dass wir sowohl die Wahl haben, wenn es schon mehrere Versicherungen gibt, oder dass wir zumindest gleich behandelt werden. Weil dieses System stellt uns weder vor die Wahl, selbst auszusuchen, wie wir behandeln, von welcher Versicherung wir behandelt werden wollen, oder gewährleistet, dass wir versichert sind, beziehungsweise wir werden dann auch noch ungleich behandelt. Es muss mir einer erklären, warum das von der Postleitzahl abhängt, wie ich behandelt werde, warum das von meiner Versicherung abhängt, wie ich behandelt werde, die ich mir nicht einmal selber aussuche, weil ich zufällig je nach Job in einer unterschiedlichen Versicherung versichert bin. Bitte, Herr Minister, erklären Sie uns das einmal, warum man nicht gewährleisten kann, das mal anzugehen und diese 22 absurden Wildwuchsversicherungsgeschichte so weit zu reduzieren, dass wir alle gleich behandelt werden in Österreich. Wir wissen alle, dass wenn wir mit einem Auto fahren, dass wir ein Lenkrad brauchen und einen Fahrer oder eine Fahrerin. Ich kann nicht verstehen, dass wenn so viele Player unterwegs sind, dass wir wirklich in eine Richtung steuern. Es werden auch im Gegenteil die Interessen von Patientinnen nicht stark genug vertreten, wenn es durch 22 geteilt wird, nämlich Versicherungsträger, die jeweils wieder unterschiedliche Interessen haben. Und ich glaube, es ist höchst an der Zeit, die Interessen der Patientinnen zu vertreten, werte Herr Minister, und nicht die von einzelnen Gebietskrankenkassen und anderen Krankenkassen, die wiederum, wie wir wissen und wie wir auch teilweise aus den Reden der Vorrednerinnen mithören, ihre eigenen Interessen vertreten. Danke. Das war Judith Schwendner, die Sozialsprecherin der Grünen.